Herzlich willkommen zum Video vom Automagazin Tuning Blog, in dem es heute um den Ford Puma geht. Dieser Kleinwagen-SUV auf fiester Basis tritt als starke Alternative gegen den VW T-Cross an und bietet eine Menge spannender Features. Bevor es losgeht, nicht vergessen, ein Abo dalassen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Der Ford Puma mag zwar den Namen des bekannten Sportcoupés aus den 90er Jahren tragen, doch ansonsten hat er nichts mehr mit dem alten Modell gemein. Seit 2019-2020 steht der neue Puma bei den Händlern und will als moderner SUV im beliebten Segment der Kleinwagen-SUVs gegen Konkurrenten wie den Seat Arona, Peugeot 2008 oder Hyundai Kona antreten. Im Frühjahr 2024 erhielt er ein Facelift, das sowohl optische als auch technische Updates mit sich brachte. Mit einer Länge von 4,19 Metern ist der Ford Puma sogar etwas kürzer als ein Ford Focus, aber dennoch 15 cm länger als der mittlerweile eingestellte Fiesta, auf dem er technisch basiert. Der größere Radstand und die breitere Spur lassen den Puma stämmiger wirken und auch der Innenraum profitiert davon. Vorne haben sogar Personen bis zu 1,95 Meter ausreichend Platz, während die Rückbank etwas kompakter ausfällt, jedoch für Menschen bis 1,80 Meter noch komfortabel ist. Die erhöhte Sitzposition erleichtert den Einstieg und schafft ein besseres Raumgefühl als im Fiesta, obwohl es im Innenraum noch immer die vertrauten Fiesta-Elemente gibt, wie das übersichtliche Armaturenbrett und den Touchscreen auf der Mittelkonsole. Besonders hervorzuheben ist der flexible Kofferraum des Ford Puma. Mit einem Fassungsvermögen von 456 Litern bietet er reichlich Platz, wobei die intelligente Megabox unter dem Ladeboden eine besonders clevere Lösung darstellt. Diese wasserdichte Box fasst bis zu 80 Liter und eignet sich hervorragend, um beispielsweise nasse oder schmutzige Gegenstände zu verstauen. Ein integrierter Stöpsel ermöglicht das Ablassen von Wasser, was den Ford Puma zu einem praktischen Begleiter für Outdoor-Abenteuer macht. Bei den Motoren setzt Ford auf moderne 48-Volt-Hybrid-Technik. Der 1,0 Liter EcoBoost Dreizylinder ist in mehreren Leistungsstufen erhältlich, von 125 PS bis hin zu 170 PS in der sportlichen ST-Version. Dank der Mild-Hybrid-Technologie liefert der Motor zusätzliche Newtonmeter-Drehmoment, die für eine angenehme Beschleunigung sorgen. Die 125 PS-Variante bringt den Ford Puma in 9,8 Sekunden auf Tempo 100 und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 191 Stundenkilometern. Die Schaltung der 6-Gang-Handschaltung ist präzise und leichtgängig, was das Fahren im Alltag komfortabel macht. Obwohl der Verbrauch auf dem Papier bei 5,4 Litern auf 100 Kilometer liegt, sind in der Praxis eher 6,1 Liter zu erwarten, was für ein SUV dieser Größe jedoch immer noch recht gut ist. Das Fahrverhalten des Puma überzeugt ebenfalls. Trotz seiner kompakten Größe liegt er stabil auf der Straße und bleibt auch in Kurven gut kontrollierbar. Die Lenkung arbeitet präzise und besonders in der sportlichen ST-Line-Version sorgt eine straffere Federung für noch mehr Fahrspaß. Durch das 2:24er Facelift hat der Puma zudem neue Scheinwerfer mit Matrix-LED-Technologie und ein frisches Design am Kühlergrill erhalten. Das Markenlogo wurde in den Kühlergrill versetzt und die ambiente Beleuchtung im Innenraum sowie ein neues Multifunktionslenkrad werten das Fahrerlebnis weiter auf. Das neue Infotainment-System SYNC4, das auf dem 12-Zoll Touchscreen dargestellt wird, bietet eine nahtlose Integration von Apple CarPlay und Android Auto sowie den Amazon Alexa Sprachassistenten. Mithilfe des 5G-Bordmodems und der höheren Rechenleistung ist das System bestens für die Zukunft gerüstet. Mit einem Einstiegspreis von 28.900 Euro ist der Ford Puma eine durchaus attraktive Alternative im Kleinwagen-SUV-Segment. Er überzeugt durch sein praktisches Design, moderne Hybridtechnik und ein cleveres Kofferraumkonzept. Wer also auf der Suche nach einem vielseitigen, modernen SUV ist, sollte den Puma definitiv in Betracht ziehen. Und nicht vergessen, wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie doch ein Abo da, um keine spannenden Infos mehr zu verpassen.